Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir sind mit Bill unterwegs und versuchen heute die Adept Challenge. Wir entkommen ganz easy, einfach nur mit Bill seinen drei einzigartigen Talenten. Die da wären gelehne Zeit. Ich glaube, das kennen wir fast alle. Wenn ich jemanden im Terrorradius des Killers vom Haken hole, triggert geliehene Zeit und der frisch abgehakte kann einen Schlag kassieren. Übrigens, Ghostface hat einen Mori dabei. Nur mal so erwähnt. Ja. Der abgehakte kann einen Schlag kassieren, ohne dass ihm was passiert. Halt einfach nur eine tiefe Wunde. Unbeugsam ist das zweite einzigartige Talent von ihm. Das heißt, wenn ich am Boden liege, kann ich einmal alleine aufstehen. Und das dritte einzigartige Talent von ihm heißt zurückgelassen. Wenn ich der letzte Überlebende bin, wird mir die Aura der Luke angezeigt in einem gewissen Umkreis. Ist eigentlich auch nicht schlecht, muss ich mal so sagen. Sehe ich nur sehr selten im Spiel. Weil es triggert halt nur, wenn du wirklich der letzte... Oh mein Gott, erschreck mich nicht so. Oh. Ach, okay. Triggert halt nur, wenn du wirklich der letzte Überlebende bist. Und das kommt jetzt nicht so oft vor. Ich dachte mir schon, dass der hier irgendwo ist. Ich weiß nicht, wie lange der uns am Ende schon gesorgt hat. Ja. Mal sehen, ob wir diese Runde entkommen. Jagen sich da. Ich hier runter. Und darüber. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. War der andere Gen... Hinten der, wo ich am Anfang mit David war. Würde ich mal in die Schule gehen. Gucken, ob hier oben der Jen ist oder ob er unten ist. Er ist unten. Und ich gucke gleich mal nach dem Totem. Nein, kein Totem. Dum, di, dum. Ja, ich spiele auch sehr selten mit Bill, muss ich sagen. Weiß nicht warum, aber ich spiele einfach mit anderen lieber. Ah, jetzt sind fast alle verletzt. Ich hoffe nicht, dass sich jetzt noch jemand versucht, als Block in die Bresche zu stellen. Ich glaube, das war nicht der richtige Ausdruck. Das heißt, in die Bresche springen oder als Block zur Verfügung stellen. Ich habe irgendwie alles miteinander gemixt. So, jetzt ist nur Frage aller Fragen. Ist jemand hinten am Haken? Okay. Elodie schickt mich. Ich... Komme! Beeil mich! Nicht so einfach, ich bin ein alter Mann. Ich schaff's aber noch vor der zweiten Phase. Killer wird nur hier wieder hierher kommen. Bin ich mir ziemlich sicher. So, Junge, du hast geliehene Zeit. Tank ein. Hey! Oh, Dwight, du hast geliehene Zeit! Wachst dich einfach an mir vorbei. Ich bin an der Palette vorbei. Das ist nicht gut. Wird jetzt abgehakt? Ich hoffe. Gut.
Entweder es ist ein Soundbug oder sie hat geliehene ich gebe jetzt halt Seelenruhe dabei. Gut. Ich wollte retten. Wollte ich wirklich. In der Schule unten. Ach, wir sind ja sogar Dying Light. Also wir haben Dying Light. In der Schule unten, der Jen müsste an sein. Der ist gar nicht angegangen. Moment, welcher Jen ist denn dann hier hinten erst angegangen? Der Killer hat gerade einen Lauf da hinten, weil die alle auf dem Haufen hocken. Ich werde die versuchen, in der Shack den Generator anzubekommen. Bringt aber nichts, wenn der Killer dort hinten sein Unwesen treibt. Oh! Die waren beide am Generator. Bestenfalls ist die andere Person Richtung. Oh no, er hat mich gesehen. Leute, macht mal Platz hier. Plötzlich war Ruhe. Oh! nicht gut. Der kämmt den jetzt ernsthaft weg. Ghostface, ey. Du verbaust ja dein eigenes Mori. Wait a moment. Das finde ich nicht in Ordnung. Whoopsie. Whoopsie. Nice, nice, nice. Ich heil mich mal. Das war richtig gut gerade. Das Gute ist halt, wäre das jetzt ein Michael Myers auf 3 gewesen, hätte er das nicht machen können. Weil dann hätte Michael Myers ihn auch noch direkt niedergestreckt. Aber Ghostface kann ja nur einzelne Personen stalken. Cool. Wir waren noch nicht am Haken. Das ist schon mal gut. Ich weiß, er ist, glaube ich, jetzt das zweite Mal am Haken. Und die Elodie weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. War die schon am Haken? Warum lässt er ihn liegen? Oh, er, okay. Mori. Das heißt, er wäre jetzt eh tot gewesen am Haken. So, der Killer weiß jetzt, wo ich bin. Das finde ich nicht so gut. Er hat Elodie. Zu welchem Ausgang soll ich? Geh hier rüber.
Sie hängt halt am anderen Ausgang, oder? Ich habe Geline, aber wenn die Ausgänge nicht auf sind, bringt uns das nichts. Weil wir nicht einfach abhauen können. Er ist hier. Kacke. Es tut mir echt leid, Elodie. Das war's. Ich hab's verbaut. Nein! Die Luke! Ich sehe die Luke! Nein! Au! Ich hab dir nichts getan! Ja, das ging schief. Aber er hatte wahrscheinlich ein pinkes Mori dabei und hat gerade mal einmal Morien können, weil er einfach. Warum? Warum campe ich, wenn ich ein rotes Mori dabei habe? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was hat das hier? Ja, ich weiß nicht, was das jetzt hier sollte. Wir haben leider die Adept-Challenge nicht geschafft, aber das ist nicht so schlimm. Wir versuchen es einfach später nochmal. In diesem Sinne. Ich bin raus für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bleibt gesund und macht's gut.